UPM ermöglicht die Herstellung von nachhaltigen Kunststoffen aus Holz. Es ist eine Pionierleistung im Rahmen der Bioraffinerietechnologie. Das ist natürlich eine geniale Idee, ne? Und letzten Endes ist Holz auch nur Kohlenstoff. Bioökonomie beschreibt die Wirtschaftsbereiche, die sich mit der stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen beschäftigen. Und gerade für die Kunststoffindustrie ist es natürlich von Vorteil, grüne Rohstoffe einzusetzen, um die gesamte Produktion nachhaltiger zu gestalten. Kunststoffe haben halt wahnsinnig vielfältige Eigenschaften, die sie auch bei der Herstellung gezielt einstellen können. Sie sind leicht, sie sind schlagfest, sie können sie als Folie verarbeiten, sie können sie in Form gießen oder spritzen. Und das können sie mit keinem anderen Werkstoff so einfach machen wie mit Kunststoffen. Und deswegen hat die Menschheit Kunststoffe schätzen gelernt. Hier am Standort beschäftigen wir uns mit der Skalierung von Verfahren. Das bedeutet, wir transformieren Grundlagenwissen in Maschinen und Anlagen, die man später im industriellen Maßstab auch bauen kann. UPM hat in einem 8-jährigen Forschungs- und Entwicklungsprojekt ein Verfahren entwickelt, um aus Holz chemische Grundstoffe herzustellen, aus denen letztendlich Textilien, Verpackungsmaterialien und Reifen hergestellt werden können. Das Tolle an diesem Rohstoff ist eben, dass er aus der Region kommt und man vermeidet lange Transportwege, wie es bei fossilen Rohstoffen der Fall ist. Das Holz kommt aus Wäldern aus der Region, das sogenannte Buchenindustrieholz. Das fällt an bei der Pflege von Wäldern. Pflege von Wäldern bedeutet, dass man Bäume rausnimmt, damit andere Bäume alt und groß werden können, die dann für die Möbelindustrie beispielsweise verwendet werden. Wir haben hier im Harz seit 3 Jahren eine furchtbare Waldkatastrophe. Historisch bedingt gab es sehr viele Fichtenbestände, die sind dabei auszufallen. Vor dem Hintergrund Waldumbau haben wir sogar einen gewissen Bedarf dafür, dass der Bedarf steigt. Es wird also weniger Nadelholz produziert werden und mehr Laubholz, insbesondere auch mehr Buche. Insgesamt gibt es so den Grundsatz, das Ehrengesetz der Forstwirtschaft, der Nachhaltigkeit. Wir können also nur so viel Holz entnehmen, wie auch gleichzeitig wieder nachwächst. Wir wollen einen Mischwald etablieren, der in Zukunft bei Klimawandel stabiler ist und mehr aushält, als die großen Fichtenbestände es bisher getan haben. Für das Laubholz gab es relativ wenig Absatz und relativ wenig Wertschöpfung. Ein Großteil des Holzes steckt natürlich auch in der Krone, gerade bei der Buche, bei dem Laubholz. Dieses Holz ist entsprechend schwieriger aufzuarbeiten als so ein glatter Stamm. Wir hoffen uns schon, dass wenn wir jetzt mehr Laubholz anbauen, dass sich auch industrielle Verwertung ergibt. Und da sind zum Beispiel auf das Projekt UPM bezogen große Hoffnungen in der Forstwirtschaft. Die Investition in diese Bioraffinerie ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wirtschaften. Mit unseren Rohstoffen kann man Kunststoffe herstellen, welche beliebig häufig recycelt werden können. Und das ist die Kreislaufwirtschaft der Zukunft. Das Besondere an diesen Kunststoffen ist, dass sie mit deutlich geringerem Ressourcenverbrauch auskommen. Beispielsweise können sie mit den gleichen Ressourcen, mit der sie heute aus fossilen Rohstoffen eine kleine Kunststoffflasche herstellen, in Zukunft eine 1,5 Liter Wasserflasche produzieren.